Leute, willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Erfahren wir heute, was das Geheimnis des Mana ist? Wahrscheinlich nicht im Schneebiom. Wir sind inmitten vom Schneedorf gelandet im letzten Part. Und da ich in diesem Wald, wo wir hier rausgehen, gegen sehr viele tierische Gegner kämpfen werden, gucke ich mal, ob ich irgendwo was ich ausrüsten soll. Was da am besten wäre, ne? Schwefel kriegt eine ein, ja. Da müssen wir für nah ran, ne? Gaslanze lehmt. Ne, Lanze ist immer gut. Bogen, Harpune und. Ja, Bogen, Harpune und Lanze. Gut, dann machen wir es so, ne? Nämlich die Lanze. Du meinetwegen Harpune oder so. Bogen hast du ausgerüstet, dann. Hast du schon die Lanze ausgerüstet? Wäre lustig. Ja, das reicht. Außer, dass ich die Lanze nehme. Ja, hier sind sehr viele tierische Monster. Also, ja, lohnt sich am besten. Glaube ich zumindest. Und hier befinden wir uns, ja, in einem von Frostköter vollgestopften Eiskristallwald. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich einer der schöneren Gebiete. Und dieses Gebiet haben sie zum Teil im Remake hart versaut. Ja, auch hier sind Bäume alle gleich. Aber sie leuchten, die funkeln und sind halt so ineinander gestellt durch die ganzen Pixelmann-Eck. Man sieht es nicht, dass die alle gleich sind. Dass das immer die gleichen Bäume sind, die nebeneinander stehen. Im Remake allerdings in 3D, da fällt es einem schon so krass auf, dass die alle das gleiche sind und hintereinander hingestellt wurden. Und das ist ehrlich richtig hässlich. Ja. Bisschen auf die Wölfe aufpassen. Das ist aber auf jeden Fall die Schneeinsel. Hier kann man gut trainieren. Man läuft hier ab und zu mal Kreis, dann kommen wieder neue, weil die sind halt. Aua! Hier sollten ursprünglich mehr erscheinen, deswegen gibt es mir immer mehr Monster. Obwohl wir schon mal da waren. Aber dann haben sie am Ende doch irgendwie alles auf 3. Wahrscheinlich war ursprünglich gedacht, dass man viel mehr Gegner hat. Aber ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen nervig mit dem Kampfsystem wegen der Wartezeit. Wenn da zu viele sind. Aber vielleicht haben die es mit der Wetterwartezeit auch erst später eingefügt. Man weiß es ja nicht, wie es ursprünglich gedacht war, ne? Ja, ab und zu mal werde ich auch mal ein bisschen die Magie wirken hier. So. Das Gebiet ist groß. Das Gebiet ist richtig groß. Aber die Musik ist alles sehr entspannt. Alter, die Gegner sind hier viele. Viele Gegner. Aber wir werden hier jemand Prominentes treffen. Das kann man auch sagen. Kissen nehme ich nicht mit, weil wir haben alles voll. Wobei, vielleicht es gibt Ausrüstung, ne? Das hier ist übrigens Rudolf mit der roten Nase. Ich habe das nicht gelesen. Wahrscheinlich hat das Monster im Eisplatz mein Härchen aufgefressen. Ich bin so alleine. Mein Härchen ist verschwunden. Vielleicht wegen Eisplatz. Da kannst du mal nachgucken. Dementsprechend müsste das hier das Haus des Weihnachtsmannes sein, ne? Und es ist das Haus des Weihnachtsmannes. Ich denke mal, wir sind artige Buben und Bubinnen. er ist nicht da. Wir kriegen eh keine Geschenke von ihm. Ich denke mal, es stört ihn nicht, wenn wir uns hier ein bisschen bedienen, oder? Lanzenorb. Das ist gut. Es wäre eigentlich gut, wenn ich jetzt nochmal deswegen zurückkehren würde, weil der Weg ist nicht weit. Wir kommen. Ich beeile mich, werde jetzt nicht alle Kinder mitnehmen. Auch wenn die ein bisschen im Weg sind, ne? Da muss ich halt was tun. Da muss ich was tun. Wenn die im Weg sind und stören. Aua!
Müssen die weg. Die Frostköter. Oh. Gottes Willen. Bertie, ich habe einen Landsturm gefunden im Haus des Weihnachtsmanns. Das wirst du mir nicht glauben. Man glaubt es kaum. Guten Tag. Ah, hallo. Oh, guck mal, wie viel Geld ich schon habe. Eine Lanze. Und jetzt haben wir eine Echsenlanze. Wirklich. Ja, ist halt. Betäubt die jetzt überhaupt noch? Das war einer der Hauptfeatures, warum ich die Lanze mochte. Wir schlafen erstmal und dann gehen wir los, ne? Dann machen wir uns wieder auf die Socken. Es wird ein wunderschönes Ort hier geben. Ein richtig toller Ort. Wir werden auch wieder auf alte Bekannte treffen. Ja, ja. Und hier muss man tatsächlich als nächstes hin, weil wenn ihr jetzt nach Elsandala geflogen seid, müsst ihr da auch nochmal Boss machen, komplett ein ganzes Gebiet abschließen. Dann wird man mitten in der Wüste ausgesetzt. Das sind alles Dinge. Und da muss man hier. Und dann erfährt man plötzlich, dass man da nicht weiterkommt. Und dann muss man doch hier hin. Also warum denn nicht auch gleich hier? Alter. Aua! Geh doch weg. Nee, betäubt er nicht mehr, ne? Stärker, aber betäubt er nicht mehr. Das ist halt auch so nervig. Uah. Alter! Naja, gut. Level musste ich sowieso, da kann ich die auch auf Ausgerüstet lassen. Weckt sich, wenn die gelevelt ist. Nein! Oh. Ihr seht, die Hunde sind teilweise richtig belastet. Die laufen hinter einen her und alles, Alter. Geh weg! Ich meine, die Hunde sind schön, ne? Alter. Sehr gut. Pieks. Ich meine, da drin könnte Ausrüstung sein, oder? Meistens nie, aber komm, dann nehme ich die mit. Tue ich euch den Gefallen. Kisten lässt man. Ja, soll man hier eigentlich auch nicht liegen lassen, aber. Es kann mal passieren, dass ich bewusstlos bin für eine Millisekunde. Was war das denn? Normalerweise liegt man doch länger. Ja, na gut. Rudolf, wir retten deinen Weihnachtsmann. Dein Härchen. Es gibt aber auch belastende Gegner, ne? Nicht nur die Wölfe. Klar, ist das immer gut. Da kann man wirklich gut leveln hier im Wald. Im Schneewald. Ah ja, die gibt's ja auch noch. Jetzt habe ich aber allerdings keine Paralyse mehr. Boah. Die sind halt maximal aggressiv. Was steht da? Kann nur die Reise, wollen wir ja nicht. Aua! Tut mir doch nicht weh. Peak. Alter! Ich komme nicht. Aua! Der läuft jetzt los. Pass auf! Der bleibt immer ganz, ganz kurz stehen und dann läuft er plötzlich los. Richtig hinterhältig. Peaks. Ah, oh, die gibt's ja auch noch. Die Koopas. Die sind ein bisschen, ja, wie sind ein paar Koopas auf Substanzen. Lanzen-Cooper. Es gibt auch Forzwolken hier. Ja. Wundert mich, dass ich noch keine gesehen habe.
Gehen wir erstmal nach links. Aua! Die sind schon ein bisschen alle belastend. Ich weiß leider den Weg hier, ne? Den weiß ich halt leider wirklich nicht mehr. Weil der Wald ist so groß. Meine schadet nicht. Da ist eine Furzwolke. Oh Gott, geht mir das auf Keks mit diesen Wölfen. Ja, und die Wolken kann man halt nur mit Magie erledigen, ne? Ja, da ist noch eine. Ja. Die Erfahrung ist es halt wert, ne? Die Erfahrung ist es halt einfach wert. Gott, geh doch weg. Es ist alles, es ist wirklich der ideale Ort, der ideale Ort, um zu leveln, aber. Also mit einer. Aber es ist halt sau nervig. War das hier schon oder ist da ein Palast? Ja, Achtung, es ist genau exakt wie der Tropicalo, das ist der Speierer, ja. Aua, man darf nicht zu nah. Ist eigentlich ein Easy Boss. Er kommt hoch. Was machen wir? Rocky? Ja, toll! Nee, Rocky nicht. Ja. Bomben! Ja, das war so nah. Wenn er kann übrigens unter einer erscheinen, dann ist seid ihr tot. Gut, gut, dass ich nicht getroffen habe. Gut, dass ich wieder nicht getroffen habe. Gottes Willen. Ja, ich hab's gesehen. Also steht nicht irgendwo, wo das Ding unter einen spawnen kann. Au! Ist mir tatsächlich schon mal passiert. Der Speireier. Aua! Aua! Aua, tut mir doch nicht weh. Das ist so eine komische Kastanie, ne? Ja. Nein! Ich hab ihn verdrückt! Nee, das bringt der hilft nicht. Dann hier das hier. Blitzschlag Level 1, genau. Was mache ich da? Ja, jetzt geht das Ding eh wieder runter. Toll. Toll. Ja, mach halt das. Verdammt! Das Vieh ist maximal nervig.
Und dann hängen die hinter, dann hängen die auch noch fest. Hör auf damit! Wo kannst du heute nicht getroffen? Dumme Ananas! Komm raus jetzt da! Was war das denn? Was? Der heilt sich, Alter! Gibt's ja wohl nicht. Habt ihr seinen dummen Blick gesehen? Ganz kurz, ja, ne? Also normalerweise level ich immer Magie so hart, dass ich einfach nur Magie spammen kann. Gut, aktuell sind die ja nicht viel wert. 500. Ja, das ist super, dass ich immer dann genau die Penus verschwende, wenn er eh gleich tot ist. dafür sind die Nüsse zu teuer. Das kann ich nicht die ganze Zeit machen. Das geht nicht. Und weiter geht's. Bogenorb erhalten. Ja, jetzt gehen wir einfach da oben lang. Ist egal. Und wow, es ist sehr grün hier. Hallo. Willkommen, Solaris. Hier ist immer warm, selbst wenn es schneit. Der Schnee bleibt aber nicht liegen. Hallo? Ein Haus in dieser Gegend kostet so um die 1 Million Goldmünzen. Billig, oder? Ja. Billig. Hallo? Ich komme aus Goldstadt. Hm, da komme ich her. Es ist total in, hier ein Ferienhaus zu haben. Ha. Lange betreiben die jetzt hier schon alle. Hier ist immer warm, selbst wenn es schneit, ja. Ist auch das wundervoll, oder was meint ihr? Ja, ist eine Oase im Schneegebiet, ne? Willkommen, Solaris. Ja. Dadurch, dass ihr alle so durch die Gegend läuft, dann kann ich. Spricht man mit euch aus Versehen doppelt. Hi. Ah, ich liebe diesen Ort. Hm. Hey, ich kenne euch. Ihr schuldet mir noch einen Mark. Her damit. Das ist halt so ein Gag, weißt du, der in den 90ern vielleicht mega lustig war. Hast du mal eine Mark, weißt du? Ich erinnere mich, dass mein Vater das mal damals auch gesagt hat als Kind. Oder dass ich das auch mal im Fernsehen gesehen habe, wie Leute das sagen als Kind, wo ich ein Kind war. Und das ist halt ein Joke, den heutzutage gar keiner mehr. Erstens versteht es keine Sau mehr. Und zweitens ist er halt einfach unlustig. Das ist ein Running Gag, der unlustig ist. Hier ist es immer warm. Ja. Hallo. Wer braucht schon Mana, wenn es hier ein Haus, wenn er hier ein Haus hat? Ja, wenn ihr wüsstet. Ich hasse Schnee und Eis. Bah. Und du stehst in der Küche. Hi. Ahoi, Leute. Hier in Solaris wachsen sogar Bananen. Dufte, oder? Das ist krass. Ja. Woran liegt das? Erzähl du mir jetzt mir. Hey, könnt ihr mir gerade helfen? Es dauert nicht lange. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Ofen immer schön geschlossen bleibt, okay? Ja, ja, kein Problem. Mach mal Ofen mal auf, ne? Hä? Was war denn das? Soll ich mal aufmachen? Ja. Endlich! Ich bin Vesuvio, der Patron des Feuers. Unglaublich! Diese Typen haben mich tatsächlich als Heilsinn missbraucht. Naja, die haben dich wahrscheinlich die ganze Zeit, die haben mit Hilfe deiner Flamme haben sie das Dorf betrieben quasi und eine Urlaubsstätte errichtet, um Geld zu bekommen. Naja, ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Vesuvio schließt sich an. Ja, Vesuvio ist jetzt bei uns und die Leute haben jetzt nur noch Kälte vor sich. Ihr Trottel, habt ihr denn diese Kinder nicht erkannt? Genau.
Jetzt ist Vesuvio weg. Aus der Traum. Hä? Der Manas war aus dem Feuerpalast? Wovon redet ihr? Frag doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Klappe! Kommt, Jungs, wir gehen. Döde. Ja. Das Ding ist halt einfach, kaum wurde es kalt. Wir haben die Leute alles stehen und liegen lassen. Ob der Ofen noch an ist, egal. Ja. Gut. Wir haben jetzt einen weiteren Magiegeist. Den gucken wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.